Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077, dem DLC Phantom Liberty. Und ich bin endlich wieder zurück. Ja, wieso endlich? Für euch macht es keinen Unterschied, bloß zwischen meiner letzten Aufnahme und der jetzigen liegt einige Zeit. Was ist dazwischen gekommen? Die Vorweihnachtszeit. Ja, der Stress. Ich hatte keine Zeit mehr aufzunehmen. Aber ihr werdet davon gar nichts merken, höchstens, wenn ich vergessen habe, wie man spielt. Dann wisst ihr, woran es liegt, weil ich echt eine lange Pause jetzt dazwischen hatte. Aber macht ja jetzt nicht. Ich habe voll Bock. Ich wollte jetzt eigentlich auf die Map schauen. Seht ihr, ich weiß schon nicht mehr, wie man die Tasten bedient. So, und es gab irgendein Update. In der Zwischenzeit. Und wir haben jetzt hier irgendwelche komischen neuen Dinge auf der Karte. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Also wir haben jetzt hier bunte lila Flecken auf der Karte. Ich weiß gar nicht, was das ist. Naja, ich habe nur gesehen, als ich das Spiel geöffnet habe, es gab irgend jetzt ein Update. Und ich mir wunderbar. Schön, dass wir so lange nicht mehr gespielt haben. Also ihr wisst Bescheid. Aber jetzt. Heute ist mein nicht mein erster Urlaubstag, aber mein letzter Arbeitstag. Und jetzt beginnt der Urlaub. Also so rum ist richtig. Seht ihr, ich bin noch ein bisschen durch. Aber ich habe jetzt voll Bock auf Cyberpunk. Ich freue mich so schon die ganze Zeit. Das war mein Lichtblick jetzt schon seit ewigen Zeiten. Und wir machen jetzt den Special-Auftrag von Mr. Hands. Das hatte ich. Ich behaupte es jetzt einfach. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich behaupte jetzt, das habe ich in der letzten Folge gesagt, dass wir das machen. Wenn nicht, ist es egal. Ich behaupte es jetzt einfach, dass wir das jetzt machen. Und dann machen wir Songbird. Und ich habe gesehen, es ist noch irgendwas aufgebobbt. Ich habe noch irgendein neues, das schauen wir uns dann auch noch an. Der sagte mir vorher nichts. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Keine Ahnung, was das hier ist. Egal. Werden wir vielleicht noch herausfinden, was das jetzt alles ist. So. Mal schön, ne? Ich werde ja auch gern angefahren, wir wissen. So. Ich muss mir erst wieder ein bisschen einfinden, ne? Ich laufe wieder komplett falsch, ne? Aber ich habe mir doch die Markierung gemacht. Warum zeigt es mir die auf der Minimap nicht an? Oh! Naja, ich sollte hier langlaufen. Wahrscheinlich, weil es überhaupt kein... Oh! Loot! Egal! Oh, Loot! Okay, alle, die mich kennen, wissen, Loot ist das Höchste, was es gibt. Und damit... müssen halt auch mal Umwege gelaufen werden. Ist scheißegal. Da hört auch die Freundschaft auf alles. Okay. Also ich glaube jetzt, wir machen das jetzt ganz wild mitten über die Autobahn. Aber was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Um Gottes Willen, ey. Kinder, macht das nicht nach. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Naja, ist egal. Wow. Naja, ich zeig euch ein bisschen, Night City. Ich dachte, das wäre der nächstgelegene Punkt, den ich anmarkiert habe. Es war wahrscheinlich der nächstgelegene, absolut unerreichbare Punkt. Naja. Egal. Wir rennen mal querfeld ein. Ich wollte eigentlich den Auftrag machen und habe jetzt schon total viel Zeit verbümbelt. Aber ihr seid ja eh nichts anderes gewohnt von mir. Also von daher, besser wird es nicht mehr. Auch nicht im neuen Jahr. Ich mache euch keine Hoffnung. So. Okay. Und ich habe ja gedacht, wir sind bald am Ende. Aber in den Kommentaren stand, ich bin noch lange nicht am Ende angekommen. Also vielleicht machen wir jetzt noch die nächsten 40 Folgen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal 40 Folgen. Aber egal. Ich weiß nicht mal, welcher Stand das ist. Ach Leute, es war eine wilde Zeit. Die Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wahrscheinlich, weil das ist immer mega stressig, oder? Jeder will noch irgendwas, muss noch 1000 Sachen erledigen. Es ist irgendwie immer wild und ich bin jetzt so froh. Das ist jetzt meine Belohnung, wieder in Cyberpunk abzutauchen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange wir hier noch gemeinsam die Zeit verbringen. Ich freue mich so sehr und ich habe echt komplett vergessen, wie wir spielen. Hoffentlich verkacke ich jetzt nicht den Auftrag von Mr. Hands. Naja. Bin ich noch richtig? Ja. Nein, ich habe das nicht gesehen, dass da was abgeschmissen wurde. Ich habe es auch nicht gehört. So, aktiviere allgemeines Verhalten und warte auf die Voodoo Boys.
probiere ich den. Jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Sir. Kuba, ich komme. Gehen wir nach Kuba? Oh, das finde ich schön. Das machen wir. Ach so, so aktiviere ich das Ding, wenn ich mich da drauf hocke. Aber egal, warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Ihr wisst, Loot tut immer gut. Okay. Hey, Johnny. Werde die Würde irgendwie los. Ich sollte auf die warten, jetzt soll ich sie irgendwie loswerden. Was ist denn das hier für ein Sonderauftrag, Leute? Ich brauche klare Anweisungen. Werde die irgendwie los? Kann ich sie auch einfach um die Ecke bringen? Bestimmt sollte ich mit Aguilar nicht spazieren gehen. Aber ich kann nicht hacken. Was ist denn das? Du solltest umdrehen, hier draußen gibt es nichts für dich. Hä? Was ist denn das hier für ein... Was ist das hier für eine... Was ist das hier für eine... Mission? Das ist ja wieder genau das Richtige für mich. Das erste Mal nach wochenlang... Ja, Spielpause habe ich gleich sowas. Wo man irgendwie... voll intelligent das wahrscheinlich lösen muss. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin in einem Rohr. Okay. Scheiße. Was soll ich denn machen? Ich bin überfordert. Ich sollte den umbringen, oder? Shit. Oh Gott, was sind das für Geräusche? Werdet ihr irgendwie los? Wir kommen jetzt wieder zurück. Darunter bin ich da. Ne? Okay. Das war jetzt vielleicht irgendwie... Ich habe ganz vergessen, um was eigentlich ging. Das war vielleicht jetzt nicht so schlau, weil ich komplett vergessen habe, was wir machen müssen. Ich hätte es vielleicht mal vorher lesen sollen. Habt ihr irgendwas anderes erwartet? Ich hoffe nicht. So, wartet mal. Achso, ich komme auf nichts mehr. Soll ich die erschießen einfach? Weiß ich auch nicht, ob das so schlau ist. Wie soll ich denn die loswerden? Ich kann nicht mal hacken. Oh shit. Das läuft hier richtig gut, würde ich sagen, ne? Also das ist ja, würde ich sagen, das 1A mit Sternchen, hä? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Shit, shit, shit. Soll ich die umbringen? Ich kann die nicht weghacken. Wir können ja nochmal notfalls laden, ne? Falls ich jetzt komplett... Verkackladen wir einfach nochmal neu. Habe ich vorher gespeichert? Nee, ne? Ach, egal. War das die Waffe von dem jetzt? Ja, ich glaube, ne? Ergibt sich dann irgendwas, was ich da machen muss? Muss ich mit dem reden? Da ist so ein Dingsbumszeil. Vielleicht stecke ich es mal weg.
gute Neuigkeiten. Wir reden und ich lege euch nicht um. Ein guter Deal, oder? Mein Futter wird zu. Ihr wartet auf Iago, oder? Da könnt ihr lange warten. Havanna hat ihn aus dem Spiel genommen. Katella? Isitla? Hier, ja. Aber ihr seid mir egal, was als nächstes passiert, liegt ganz an euch. Jacob Feb. Il pral rencontrer ça le mérité un jour. Assez. Pas voli. En allez. Hab ich dich überzeugt, abzuhauen? Ey Leute, es muss mal gefeiert werden. Ich bin gerade sehr begeistert. Es hat funktioniert. Wir warten mal, bis die weg sind. Na, dann warten dann wir mal. Warten wir mal. Mensch. Gleich hier? Ah, du willst ihn konfrontieren, oder was? Aguilar, du abgebrühter Caballero. Ach, Johnny, ich mag dich. Da sind sie. Die Trottel haben keine Ahnung, was gleich passiert. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Fast schon traurig. Wer ist denn das? Irgendwas stimmt nicht, Boss. Ach, das ist Jago. Wer bist du denn? Lass mich dir eine Gegenfrage stellen. Das fand ich sehr schön. Was passiert, wenn sich in Havanna einer eine Zigarre anzündet? Dann löscht Aguilar irgendwo ein Leben aus. Das stimmt wohl. Und weißt du, was noch stimmt? Dass du die falschen Leute verärgert hast. Du willst Bennett ausboten. Wir wissen von deinen neuen Verbündeten. Die Voodoo Boys? Schlechte Wahl. Meine Bosse sind gottesfürchtig, Iago. Ich wollte niemanden verärgern, echt. Und was passiert jetzt? Was sollte ich denn eigentlich machen? Du nimmst wieder deinen alten Posten an, du verschwindest, niemand wird dich je finden. Wie viel ist dir dein Leben wert? Kennst du das Konzept der Befehlskette? Wenn ein Glied kaputt geht, ist die ganze Kette im Arsch. Du wirst jetzt deinen Plan schnell vergessen und dich nicht, wieder in die ist. Kette eingliedern. Verstanden. Charlie! Das war anscheinend Meinst nicht das du machst Richtige. Mir Angst? Versuch's! Oh shit! Nein, nein, nein! Ich glaube, das war nicht die richtige Wahl, die ich getroffen habe. Aber haben wir uns anders erwartet? Oh nein. Sind die Gerüchte also wahr? Hab's kapiert. Ich halte mich da raus. Aber du solltest eines wissen. Bennett frisst Arasaka aus der Hand. Sie wollen durch ihn Dogtown kontrollieren. Hast du Beweise für diese Behauptung? Ich weiß, wo es welche gibt. Er geht oft ins Republic Way im Stadtzentrum. Aber das Gebäude ist Tarnung und gehört einer Strohfirma von Arasaka. Was Bennett da macht? Frag ihn. Mach Druck. Wirst sehen, dass ich recht hab. Es bleibt spannend. Schalt das Teil aus, bevor dein Gesicht noch wie Skopolade schmilzt. Ich fang gerade erst an, Johnny. Jetzt muss man nur noch Hans Bericht erstatten. Oder du findest erst raus, was für ein Scheiß dieser andere Wichser mit Arasaka plant. Schließlich geht es um die Zukunft von Dogtown. Gut gemacht, Aguilar. High five, mi hermano cubano. Humano cubano. So, ich weiß nicht, ob wir das richtig gemacht haben, aber ist auch egal. Rufen Stentrich. Ich würde jetzt nämlich erst nochmal hier gerne den optionalen Weg machen. Oh Gott, wo ist denn das jetzt schon wieder? Da hinten.
So. Diesmal laufen wir auf dem direkten Weg, ja. Okay. Da oben hin. Dann gehen wir dahin, dann treffen wir den. Dann schauen wir mal, was der zu sagen hat. Und dann rufen wir Mr. Hand an. Und dann hoffe ich, ist er sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Weil ich nämlich nicht mehr weiß, was bei der Arbeit war. Aber es kann ja passieren, oder? Dass man mal vergessen hat, was eigentlich die Aufgabe war. Blinder Aktionismus nennt man sowas. Ich habe halt mal irgendwas gemacht. Ah, fängt schon gut an, oder? Ich bin wieder voll drinnen, Leute. Und danach werden wir auf jeden Fall Songbird anrufen. Dann treffen wir uns mit Songbird und ich bin so gespannt, Leute. Und ich habe so Angst, dass wir noch mit dem Herrn Reed Ärger kriegen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich echt ein bisschen Schiss. Ich will mit dem Herrn Reed keinen Ärger haben. Aguilar sollte endlich mal mit Bennett reden. Oh, warte mal. Ich weiß nämlich nicht, ob das geht. Na, Johnny? Kommen Sie? Siehst du was? Nicht unser Mann. Bestimmt nur Mietmuskeln. Mach ihn trotzdem jetzt fertig. Dann ist das Problem schon mal gelöst. Was? Kümmer dich um Bennets Fahrer. Soll ich den gleich erschießen, oder was? Ich hab ein ungutes Gefühl. Ich sag dir, wie Aguilar vorgehen würde. Den Typen verstecken und im Auto auf Bennett warten. Ihn überraschen. Na, dann machen wir das doch so. Das ging aber schnell, da haben wir jetzt aber Glück gehabt, ne? Ich glaube, wir sind uns einig. Sie werden mich unterstützen mit 2 Undercover-Einheiten in Dogtown. Der wird spätestens an meinem Fahrspiel merken, dass ich nicht der Fahrer bin. Gordon, Abfahrt. Aber war ein ganz schöner Kampf. Die Japaner binden alle ihre Krawatten zu eng. Warte, wer... Oh, fuck! Aguilar? War es gut? Dein Meeting? Ich mag die Stimme. Das, von dem ich nichts wissen sollte? Aguilar, bitte hör mir zu. Ich weiß, wie das aussieht. Aber da ist dieser Wichser, Jago. Dein Buchhalter. Genau, der will mich aus dem Weg räumen. Arasaka hat mir Hilfe angeboten. Und im Gegenzug wollen sie nur Zugriff auf unsere Schmuggelrouten. Was die wollen, ist die Kontrolle über eure Schmuggelrouten. Wer das nicht sieht, ist strunzdumm. Ich mag die Stimme voll. Ich will nur eine sichere Zukunft. Für uns und für deine Bosse. So. Und wenn Jago kein Problem mehr darstellen würde? Vielleicht habe ich ihm schon gezeigt, dass er einen Fehler gemacht hat. Der Typ lügt wie gedruckt. Ich erkenne Lügen, glaub mir. Jago hat nicht gelogen. Er wird dich unterstützen. So wie ich. Na, das ändert natürlich alles. Ein Kubaner auf meiner Seite ist mehr wert als 10 Arasaka-Vorstände. Okay, abgemacht. Ich vergesse die Geschichte mit den Japanern. Aber eine Frage noch. Wo ist mein Fahrer? Den solltest du auch vergessen. Wenn ich den jetzt hier deaktiviere, ist überhaupt nicht auffällig, oder? Gut gemacht, Aguilar.
Jetzt erstmal durchatmen. Wenn der vorbeifährt oder so, plötzlich sitzt hier jemand anders oder so. Hey, egal. Haben wir es gut gemacht, Mr. Hans? Wie sieht es aus, wie? Hat Iago es sich anders überlegt? Hat er. Und die Voodoo Boys sind auch kein Problem mehr. Sehr gut. Sollte ich noch mehr wissen? Ich habe mich auch mit Bernard getroffen. Ja, habe auch mit Bernard gesprochen. Der Typ ist eine Puppe mit Sakas Hand im Arsch. Ich habe ihm klargemacht, wo es lang geht. Hat er kapiert, denke ich. Darum hatte ich dich zwar nicht gebeten, aber trotzdem danke. Bennett ist immer noch ein besserer Kandidat als Iago. Was jetzt? Jetzt schaut Aguilar bei Hansons Trauerfeier vorbei, um sicherzustellen, dass der Führungswechsel wie geplant über die Bühne geht. Klingt, als würdest du mit Problemen rechnen. So etwas setzt immer jede Menge Emotionen frei. Jeder trauert unterschiedlich, aber nur selten rational. Die Trauerfeier findet im Black Sapphire statt. Aguilar sollte da ohne Probleme reinkommen. Alles klar. Der König ist tot. Es lebe der König. Viel Glück, Vi. Na dann, werden wir wahrscheinlich jetzt doch noch ein paar Leute nett bitten müssen, den Führungswechsel, ach warte mal, hier ist der Füchidea, zu vollziehen. Aber ich mag das, weil die Stimme von dem Aguilera finde ich voll schön. Klingt komisch, ne? Aber ich mag die. So. Auf geht's. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir diesen Führungswechsel unterstützen können. Also müssen wir zurück. Achtung, Dogtown! Hier spricht Bennett. Huch! Balla, da ist was umgefallen. Kurt Hansen ist tot. Das ist ein schlimmer Tag hier in Dogtown. Oh, ich bin wieder voll. Falsch. Mit der Waffe in der Hand. Und die Drecksäcke, die ihn erledigt haben, die werden dafür büßen. Wisst ihr warum? Kurt Hansen mag tot sein, aber Bargest lebt. Okay. Scheiße, wie schalte ich dieses Ding ab? Der ist echt nicht so schlau. Ich will jetzt nichts sagen, ne, aber... Meinst du nicht, dass sie das merken, wenn ich jetzt und hier das nun Ding... Und nun der letzte Akt des Dramas. Aguilar spricht den Trauernden ihr Beileid aus. Ich will ja nichts... Naja, okay, wenn der das... Die na, wundern sich nicht. Mal los mit der Show. Naja. Manchmal ist es auch bestimmt ein bisschen lustig, oder? So jemand anders zu spielen. Aguilar, willkommen im Black Sapphire. Hoffentlich hattest du einen angenehmen Flug. Danke, ja, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Jetzt kommen wir mal durch die Vordertür. Das letzte Mal sind wir durch die Hintertür reingekommen. Jetzt sind wir da schon wieder hier, ne? Mensch, wie die Zeit vergeht. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh Scheiße, nichts wie weg. Keine Fragen. Na, Johnny, erzähl mal. Also, bereit? Mehr als bereit. Mal schon eine Aussicht? Ja, oder? Okay. Ach, Johnny. Wo sind wir da nur reingeraten? Hallo? Na, das letzte Mal sind wir von irgendwo hier gekommen.
Jetzt kommen wir mal. Der hat einen schicken Anzug, oder? Das kubanische Kartell? Hier? Das könnte interessant werden. Ja, das wird auch gleich interessant werden. Da sind aber nicht viele Leute hier. Ich hab gedacht, der ist so... Aguilar, welch eine Ehre. Für uns alle. Bescheidene Angelegenheit. Dachte, ihr würdet euren Anführer mit mehr Prunk verabschieden. Das hab ich auch gedacht. Prunk? Nun, wir machen es so, wie es sich richtig anfühlt. Bring mich zu Bennett. Er kommt mit zusätzlicher Security. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ist da der Herr Jensen? Mensch. Aguilar, was für eine Überraschung. Ihr kennt euch wohl. Wo muss ich jetzt hin? Havanna übersendet sein Beileid. Colonel Ansins Tod hat uns alle erschüttert. Der Colonel hätte euer Mitgefühl sicher gut geheißen. Lasst uns allein. Der Lieutenant Colonel und ich haben uns für ein sehr angenehmes Gespräch über Gott und die Welt getroffen. Wir finden beide, dass Dogtown einen vernünftigen Anführer braucht. Dieser Anführer ist Bennett. Die Leute hier werden auf ihn hören. Du auch, Jago. Oh, und wie lange? Bis du weg bist und er mir ungehindert in den Rücken fallen kann? Ich will Namen, Kontakte, Verbindungen. Deine Informanten im NCPD. Alle auf deiner Gehaltsliste. Lächerlich. Ich will einen Beweis deiner Loyalität, Jago. Nein, du kriegst kein Spielzeug, Bennett. Ein faires Angebot, nimm an. Was will Dogtown? Willst du Dogtown ins Chaos stürzen? Klein Bennett will ein neues Spielzeug haben. Sonst kreischt und heult er. Vergiss es. Das war nicht abgemacht, Bennett. Ja, ob das alles so jetzt gut war, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal. Dann haben wir keinen Deal. Halt, warte, lass uns reden! Wir haben genug geredet. Hab dich unter Kontrolle, Bennett. Ich habe die Kontrolle. Keiner bewegt sich. Sonst endet ihr wie Jago. Naja. Zu Befehl. War vielleicht nicht die beste. Na, obwohl. Jetzt habt ihr nur noch mich. Schöne Grüße an Havanna. Der König ist tot. Lang lebe der König. Lass den Wichser hier erstmal liegen. Als eine Art Warnung. Nee, ich glaube, das war doch ganz gut, dass ich das so gemacht habe. Weil jetzt stehen die ja alle zu Bennett und Bennett sollte ja unbedingt der Anführer werden. Ach, ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Ah, alles natürlich geplant. Durchkalkuliert habe natürlich. Alles gewusst, es wird so kommen. Natürlich nicht. Aber ich glaube, das war ganz gut. Ich glaube, Mr. Hans wird jetzt... Warum ist mir das eigentlich so wichtig? Irgendwie ist es fressen so wichtig. Fressen und gefressen werden, nicht wahr? Was heißt das für Dogtown? Eine Warnung, Silverhand. Eine, auf die man hört.
Ja, ich glaube, das war ganz gut. Wie, Mr. Hand sagt nicht, das war nicht gut. Mensch, wie lange geht denn das hier jetzt noch? Und ich muss nicht mal was machen. Diesmal. Na, Johnny. Verabschiede dich. Und wer gibt jetzt die Befehle? Wem müssen wir die Stiefel jetzt lecken? Wird sich zeigen. Du bist hier jederzeit willkommen, Aguilar. Wir haben immer einen Tisch für dich. Sehr freundlich, danke schön. Vorhang, Applaus, Blumen. Das war zwar witzig, aber jetzt müssen wir Aguilar Adios sagen. Ach, schade. Können wir den nicht öfters mal benutzen? Adios, Aguilar. Das war die Rolle deines Lebens. Achtung, Doktor! Colonel Bennett hier. Es ist offiziell. Ab heute führe ich Barges an. Ihr Bewohner von Dogtown könnt euch auf rosige Zeiten voller rosiger Tage freuen. Ach, rosige Tage, ich hab rosige. Die Befehle befolgen können. Das war's erstmal. Ende der Durchsage. Oh Gott. Oh Gott, der kann wirklich Ansagen machen. Dogtown hat anscheinend einen neuen Anführer. Dein Bennett ist ein Raubtier. Der gibt dir einen guten neuen Hansen. Und Iago wird ihn nie wieder herausfordern können. Nur schade, dass mit ihm all seine Kontakte begraben wurden. Oh. Das hätte uns geholfen, wie? So. Was passiert ist, ist passiert, Hans. Find dich damit ab. Weißt du, was noch passiert ist, wie? Ich habe deinen Anteil verringert. Find dich damit ab. Das wäre erstmal alles. Ich melde mich. Naja, okay. Wir haben halt mit Mr. Hands jetzt nicht unbedingt zufriedenstellend den Auftrag erfüllt. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, wie ich das gemacht habe, ja? Das ist das Wichtigste. Scheiß drauf. Mein Gott, ich habe eh genug Eddies. Naja. Huch, ich sollte vielleicht mal nie auf der Straße stehen, ne? Wenn wir überfahren. Oder ist es überhaupt eine Straße? Ich weiß nicht. Hier ist alles so runtergekommen. Nee, Leute, aber perfekt. Wir haben die Sondermission von Mr. Hands abgeschlossen. Der König ist tot. Lang lebe der König. Und die Rolle werden wir jetzt begraben, obwohl ich es sehr mochte. Und jetzt in der nächsten Folge werden wir Songbird, so ist richtig, anrufen und werden mal herausfinden, was da jetzt auf uns zukommt. Ich bin super gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne eure Gedanken in die Kommentare schreiben. Ich freue mich. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön für eure Zeit und bis dann. Ciao.